Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Pinocchio oder wie ich es gerne nenne, drei Holzköpfe ziehen euch eine lange Nase, weil sie Pinocchio schon vorab gesehen haben. Damit ist übrigens nicht irgendein Pinocchio gemeint, sondern die Neuverfilmung des gleichnamigen Disney-Trickfilm-Klassikers aus dem Jahre 1940. Ob dieses, nennen wir es mal Remake, gelungen ist oder nicht, das werden wir jetzt ergründen. Und ergründen tut das mit mir unter anderem der Till. Grüß dich, Till. Moin. Und die Kathi. Hallo, Kathi. Hi. Gut. Ja, ich mach's kurz, was die Handlung angeht. Das ist Pinocchio. Ja, danke. Also es gibt hier auch wieder einen Geppetto, der wird von Tom Hanks gespielt und der baut an einer Marionette. Dann kommt eines Abends eine gute Fee vorbei, macht die Marionette lebendig, dann geht die Marionette in die Schule, kommt vom Wege ab und ein großes Abenteuer beginnt. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Oder möchte einer von euch beiden noch irgendwas beifügen? Nein, es ist halt Pinocchio, wie es halt Pinocchio ist. Ja. Hat einer von euch denn den Film aus dem Jahre 1940 noch vor Augen? Weil ich wollte mir den eigentlich vorab nochmal ansehen, ich kam aber nicht dazu. Ja, ich wollte ihn auch eigentlich anschauen, ich habe es auch nicht mehr geschafft. Ich habe den mal gesehen, aber das ist bei mir auch schon wieder länger her. Ja, das ist in meinem Alter auch möglich. Aber also wirklich viele Erinnerungen habe ich da auch nicht mehr dran. Ich habe ihn sehr oft geguckt früher. Also ich muss mir den jetzt, habe mir den auch nicht nochmal angeguckt, sondern ich weiß nicht, warum ich ihn so oft geguckt habe, weil ich verbinde Pinocchio immer mit einem unangenehmen, ekligen Gefühl, weil diese Welt, in die sich Pinocchio begibt, fand ich als Kind immer so richtig gruselig kacke, weil es so fies und gemein ist, was da alles passiert, aber irgendwie habe ich den oft geguckt. Das ist meine, das war so eine Hassliebe, glaube ich, als Kind. Okay. Aber Till, das ist super, weil dann kannst du mir eine, wie ich finde, essentielle Frage beantworten, nämlich, ist der neue Pinocchio, der übrigens von Robert Zemeckis inszeniert wurde, ist das einfach so wie das Remake von König der Löwen einfach nur eine 1:1 Nacherzählung des Films oder geht der narrativ eigene Wege? Er geht so gut wie gar keinen eigenen Weg. Der ist wirklich 1:1 bis hin zu tatsächlich den durchgehend CGI-Tieren, auch die Hauskatze und so, ist komplett, haben sie komplett übernommen, haben ein bisschen was dazu gedichtet, hier und da ein ganz kleines bisschen, das hat König der Löwen ja auch gemacht, irgendwie diese Fluchtszene von der Nala in der Nacht, das ist ja, war ja so nicht im Film und hier haben sie noch eine ein Mädchen dazu gedichtet und dann haben die Möwe gab es auch nicht. Und natürlich würden Alkohol und Zigaretten weggelassen. So. Und das ist im Endeffekt die größte Änderung. Und also darf Pinocchio offiziell in diesem Film keinen Spaß haben. Klar. Darf er auf gar keinen Fall. Nee, darf er nicht. Und leider auch Monstro, ey, diesen geilen Wal. Den haben sie auch so verhunzt. Ich bin auch, Spoiler, sehr sauer auf den Film. Aber weiter im Text. Ja, ich sag's frei raus, ich war eher enttäuscht, finde aber, dass der Film ziemlich gut anfängt, weil zu Beginn sind wir in Geppettos Werkstatt und da ist der Film wirklich eigentlich nur komplett auf Tom Hanks fokussiert, wie er da in Selbstgesprächen versunken ist und an dieser Marionette bastelt und wir erfahren halt eben durch seine, ja, sentimentalen, melancholischen Monologe, dass diese Marionette im Prinzip ja sowas ist wie ein Abbild seines verstorbenen Sohnes. Und das ist wirklich schön. Das ist halt was sehr Theatralisches. Es ist sehr auch überzeichnet, was die Emotionen angeht. Aber es hat für mich funktioniert. Kathi, wie hat dir der Anfang gefallen? Ich fand ihn euch besser als ihr beide, wenn ich das jetzt so raushöre. Aber also den Anfang mochte ich auch sehr gerne. Ich mag auch den Chimney. Das ist einfach ein cooler Charakter. Also der Grashupfer ist halt schon cool auf seiner ganzen Art her. Und ja, ich mochte das in der Werkstatt auch alles, wie man dann so schön langsam erfahrt, was eigentlich passiert ist. Ich meine, ist jetzt nichts Neues, wenn man weiß, was in Pinocchio geht. Aber das, ich fand das alles sehr charmant, muss ich sagen. Na gut. mir hat der Anfang an sich auch gut gefallen, weil ich musste kurz überlegen, finde ich die CGI-Tiere kacke oder nicht? Dann habe ich mich dafür entschieden, ich finde sie nicht kacke. Weil die haben sie wirklich einfach gut dargestellt. Das war ganz süß. Geppetto fand ich
fand ich cool. Tom Hanks macht das echt ganz gut, auch dieses Überspielte. Aber das mit dem verstorbenen Sohn, das hat mich doch recht doll gestört, weil hinten raus, ja, vielleicht wird es hinten raus nochmal ein bisschen aufgelöst oder auch nicht. Das kann man sich dann überraschen lassen. Aber dass Pinocchio im Endeffekt nur der Ersatz ist für ein verstorbenes Kind und nichts Eigenes sein darf, die Message fand ich richtig scheiße. Andererseits ist es ein bisschen creepy, wenn du einen alten Mann hast, der sich einfach so einen Jungen aus Holz zimmert. Ne? Das heißt, das hat auch so leichte Untertöne. Ich möchte da jetzt, ohne zu spoilern, finde ich nicht, dass der Film diese Message transportiert. Also, wie gesagt, ohne zu spoilern, aber ich finde, dass dann doch Sachen auch passieren, auch gegen Ende hin, die das wieder relativieren, dass der Film Schluss eben nicht mit dieser Message rausgeht, dass er nichts Eigenes sein darf, sondern doch. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, das. Ich weiß, was du meinst, das aber erstmal eine ganze Zeit lang. Ja, mich hat das auf jeden Fall irgendwie gestört. Aber ich gebe dir recht, Jiminy Grille, wie er auf Deutsch heißt, wir hatten den im Originalton vorliegen, finde ich auch cool. Den fand ich gut gemacht. Der hat was Eigenes, sah so ein bisschen wie eine echte Grille aus, aber auch ganz, ganz viel aus dem Zeichentrickfilm übernommen. Das war eine coole Mischung. Das hat alles gut gepasst. Und ich finde, also, dir recht geben. Was man dem Film hoch anrechnen kann, ist, dass Pinocchio nicht gruselig ausschaut. Also ich dachte, wenn sie da so eine Holzpuppe animieren, dass das dann irgendwie sehr schnell sehr creepy werden kann. Aber ich finde, Pinocchio schaut echt gut aus. Also schön animiert und so und auch gar nicht gruselig, finde ich. Naja, aber sie haben ja einen relativ einfachen Trick da angewendet, nämlich einfach den Pinocchio 1940 genommen und den halt in 3D moduliert, sag ich ja, mal. Ja, aber also, der ist schon leicht ein bisschen, dass sowas dann sehr gruselig ausschaut, wenn man so Holzpuppen das, findet. Das also, Holzpuppen schon. Generell finde ich teilweise sehr gruselig und dann auch noch irgendwie 3D animiert, aber dann fand ich echt, also kann man beruhigt schauen. Also fassen wir zusammen, uns allen drei hat dann der Anfang durchaus gut gefallen. Till hatte da ein paar Probleme, die ich auch nachvollziehen kann. Und ich saß dann so in den ersten 10-12 Minuten so vor meinem Screener und dachte mir so, ach, das ist eigentlich alles ganz nett und schön und macht mir auch Freude. Ja, und dann fängt es an, dass der Film und auch Pinocchio Geppettos Werkstatt verlässt. Und dann wurde mir wieder klar, warum ich die meisten CGI-Filme, nenne ich sie mal, von Robert Zemeckis, sprich der Polarexpress, Beowulf und eine Weihnachtsgeschichte, nicht so wirklich abhaben kann. Ich finde deren Look immer unglaublich hässlich. Und ich muss sagen, wenn Pinocchio mit CGI-Augen über CGI-Straßen und auf CGI-Figuren trifft, dazwischen aber noch echte Menschen rumlaufen, das sieht einfach, wie ich finde, unglaublich seltsam aus. Ich konnte mich nie dran gewöhnen. Ich fand es unglaublich hässlich und es hat mir wirklich den Film sehr madig gemacht. Wirklich? Findest du? Sorry, ich muss schon reingreifen. Also, Kathi. Aber okay, du. Dann ja, mach ich mal. Ja, das fand ich auch. Vor allem, ich finde, man merkt, dass das ein Disney Plus Film werden sollte von Anfang an. Weil es war nicht das CGI, das man von Disney gewohnt ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Es war jetzt nicht, dass es alles irgendwie hässlich aussah. Das war rund animiert, aber es war, die Qualität war nicht so hoch wie König der Löwen zum Beispiel. Klar soll es alles nicht so ganz realistisch aussehen, weil die einfach die Zeichentrickfiguren genommen haben. Aber da hat irgendwas nicht gestimmt. Es war teilweise das Fell, der Glanz im Fell, die Bewegungen. Das war für mich alles nicht so rund. Ja. Kathi, willst du zur Verteidigung nicht aufsprechen? Ja, also ich finde das halt gar nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es so dann, dass ich einfach nur im Laptop geschaut habe und vielleicht stimmt das wirklich, dass das, was du mit dem Disney Plus Film da gesagt hast. Aber ich finde, ich fand den echt schön. Ich fand das halt echt gut aus. Und ich fand die Welt an sich auch eigentlich, auch sobald sie aus der Werkstatt rausgehen und dann in Richtung Schule und was sie dann noch alles leben, ich fand die echt gelungen. Also echt gelungen aufgebaut. Ich fand die sah gut aus und auch wie sie auf den, was ist das, Fuchs und Katze treffen. Ich fand die zwei echt zwei schöne, also auch so vom Stil her und wie sie animiert waren, wie sie ausgeschaut haben, einfach echt schöne Figuren. Und also was ihr gesehen habt, habe ich da nicht streng gesehen.
Okay. Ich hatte halt immer das Problem, ja, dass ich oft das Gefühl hatte, dass da einfach mehrere Stilistiken zusammengequetscht wurden, die nicht zusammenpassen. Also ich fand auch sehr befremdlich, diesen Fuchs zu sehen, weil der irgendwie so halb fotorealistisch war, halb so cartoonesk. Dann halt mit Pinocchio zusammen, der für mich ganz klar cartooneske Züge hat. Also da hast du ganz klar erkannt, das ist also geboren, sag ich mal, aus einem Zeichentrickfilm. Und das hat für mich halt vorne und hinten nicht gepasst. Also für mich hat das irgendwie immer alles so die Figuren passt. Also so Pinocchio, so der naive kleine Ding, der eher so Cartoon, und dann die anderen zwei, die dann doch eher, ja, die, ich sag mal, die Bösen sind. Das für mich hat ihr Stil dann auch irgendwie dazu passt, so was sie verkörpert haben oder wie sie auf Pinocchio oder vielleicht so gewirkt haben. Ja, ich weiß, ich bin da auch, ja, ich bin da auch eher dabei, dass es alles nicht so rund war. Vor allem am Anfang fand ich es total schön, in Geppettos Werkstatt, /Haus, hatte es alles so eine Theateratmosphäre, Stilistik gehabt. Das fand ich eigentlich ganz cool, vor allem weil auch Geppetto, weil Tom Hanks auch so überzogen geschauspielert hat. Das hat mir alles gut gefallen. Und dann ging es tatsächlich, als wenn es rausgeht aus dem Haus, für mich auch eher so ein bisschen bergab. Es hat nicht mehr zusammengepasst. Über die Fee haben wir noch gar nicht gesprochen. Die war eine absolute Katastrophe und ich rede nicht, bevor jetzt die Hater kommen, ist mir scheißegal, welche Hautfarbe die hat. Wirklich. Mir völlig egal. Die Entscheidung ist mir darum, weil die kurze Haare hatte, ne? Na, das ist mein, ja, so. Der Till hat was gegen Menschen mit kurzen Haaren. Da habt ihr es, liebe Leute. Komm mit. Ich habe mir gerade übrigens die Haare abrasiert auf 6 mm. Ich hatte lange. Das man selbst so. So, und das war halt alles, so ja, deswegen, die Stilistik, das passt zusammen, deswegen hat er früh über Pinocchio geschaut und jetzt die Haare abrasiert, selbst hast. Es gibt alles ein Bild auf einmal. Ja, ja. Ja, ja, genau. Erstellen wir doch ein psychisches Profil von mir. Ja. Genau. Und das war halt alles, wie gesagt, das ist mir alles, dieses ganze Hautfarbengedöns ist mir alles Latte. Und die Fee war überhaupt nicht, das hat alles nicht so für mich gepasst, weil die war plötzlich dann real, alles andere war CGI. Die Fee war aber auch alles voll von CGI, außer halt die Teile der Haut, die man gesehen hat. Und dann geht man raus und dann hat es alles irgendwie auch diesen Theaterlook im größeren Sinne. Dann kamen wieder diese CGI-Charaktere im Dunkeln. Nächste Szene, sage ich mal, wenn er entführt wird. Im Dunkeln hat das alles ein bisschen besser gepasst, der Look. Das ist ja aber auch bekannt, dass im Dunkeln alles ein bisschen besser wirkt, gerade auch, wenn sich Computereffekte mit der Realität vermischen. Ja, im Dunkeln bin selbst ich hübsch. Also von daher stimmt das. Ja, auch. Eben, ist mir aufgefallen, ja. Ja, siehst du mal. was ich auch ganz bezeichnend finde, also ich will jetzt hier nicht jede Etappe von Pinocchios Reise besprechen, aber er kommt ja irgendwann, sage ich mal, zu so einem Schausteller und dann gibt's ja auch so einen Auftritt auf einer Bühne. Und was ich total interessant finde, ist, dass ich halt diese ganzen Beginn bei Geppetto wirkte für mich mehr nach Theater und Bühne wie diese Szene. Ja. Und für mich war auch ein Problem, dass Robert Zemeckis immer wieder versucht hat, ich sag mal so mit Tränenzieher-Tricks und wirklich mit großen bunten Spektakeln irgendwie mich zu unterhalten. Ich fand es aber irgendwann nur noch anstrengend und fand tatsächlich den Film dann immer am besten, wenn er halt wirklich mal kleine Brötchen backt und er ruhig ist, aber irgendwann, weiß nicht, was da bei Robert Zemeckis los war, da dachte ich wahrscheinlich, komm, wir haben hier noch freien Speicherplatz auf der Festplatte, lass noch mal irgendwie, was ich, eine Bonbonwelle oder so. Ich glaube, ihr seid einfach zu alt dafür. Ich glaube, es ist einfach alles zu viel gewesen und zu bunt, was weiß ich, weil ich fand das, also mir ging es genau andersrum. Ich fand da diese ganzen Dinge halt einfach echt, mir haben die echt gut gefallen. Ich hatte wieder mal einen Spaß dabei. Also ich glaube, das liegt in eurem Alter. Das nennt man schlechten Geschmack, Katharina. Nein, das nennt man einfach, dass ich damit mithalten kann, weil man hier noch schnell genug ist. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Nun. Aber ich fand den auch teilweise echt lustig. Also es gab ein paar Gags, da musste ich laut lachen, die ich auch echt gut fand. Und ich hatte damit, ich habe schon... Wenn du jetzt mit mir kommst, dass du gelacht hast bei diesem Chris Pine-Gag. Oh ja, du kennst mich. Ja, ja. Ja, ich musste vielleicht ein bisschen schmunzeln, aber das hat mich eher, hat mich das mit Chris Pine auch wieder ein bisschen rausgehauen. Ja. Nein, ich fand das, ich fand diesen ganzen Film absolut charmant. Ich finde, den kann man super schauen. Der macht, also mir zumindest hat er mega Spaß gemacht. Ich kann eure Punkte teilweise nachvollziehen, aber das sind jetzt keine Punkte, die mir da irgendwie den Schauspaß vermindert hätten. Für mich ist Pinocchio halt ein sehr guter Beweis, dass sich die Attribute Märchen und Blockbuster halt sehr oft selbst im Weg stehen.
Und deswegen, also ich hatte da niemals das Gefühl, dass mir gerade ein Märchen erzählt wird, sondern dass es eher mehr so ein Unterhaltungsvehikel sein soll. Und Till hat ja schon gesagt, dass der Film wirklich auch exklusiv nur für Disney Plus produziert worden ist. Der wirkt für mich halt einfach wie ja Content. Das ist auch ein Film oder ein Disney-Remake. Es gab ja jetzt schon etliche. Ich glaube, dass dieses Remake ein ähnliches Schicksal leiden wird wie jetzt Cruella oder der neue Susi und Strolch. Ich glaube, über diesen Film wird man in spätestens 3 Wochen nicht mehr drüber reden. Oder siehst du das anders, Till? Glaubst du vielleicht, dass Pinocchio so ein großer Erfolg wird, dass es demnächst Pinocchio Reloaded und Pinocchio 3 und Pinocchio hinter dem Walde geben wird? Ja, genau. Naja, ich hätte gern einen Film über den Baum, über die Pinie, die gefällt wird, vielleicht. Aus der Pinie. So ein Prequel. Mit Chris Pine, Alter, mit Chris Pine. Fantastisch. Ja, der spielt dann den Baum. Nee, ich finde auch, der, also ganz kurz zu Cruella. Das ist tatsächlich mein liebster Disney-Realfilm. Das muss ich jetzt einmal ganz kurz sagen. Vielleicht auch, weil meine Tochter so auf den steht und ich ihn so oft geguckt habe und mich ich finde den toll, ist ja auch egal. Ich glaube, Pinocchio wird einfach vergessen werden. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, die Disney-Realverfilmungen sind immer dann besser, beziehungsweise gut oder gefallen mir, wenn sie von dem, was wir kennen, abweichen. So, ja. König der Löwen war 1:1, ja, gucke ich mir einen Zeichentrickfilm an. Da haben die Löwen wenigstens Emotionen. So. Was hatten wir noch? Hier Schön und das Biest war eine Vollkatastrophe für mich, den fand ich richtig mies. Aber dann zum Beispiel, ja, einer der ersten war Maleficent, so, das fand ich ganz cool, die Idee, das von der bösen, in Anführungsstrichen, Seite aus zu zeigen. Und jetzt haben wir wieder Pinocchio, ja, das ist eine Geschichte 1:1. Da wenig Mehrwert für mich, vor allem früher durften die halt, dann springe ich nochmal ganz kurz ein Stück nach vorne, früher durfte man halt zeigen, hey, guck mal, ihr seid auf dieser verfluchten Insel, wenn ihr Scheiße baut, werdet ihr zum Esel, weil sie Bier trinken, weil sie rauchen, weil sie sonst was machen. Jetzt kriegen sie Malzbier und werden trotzdem zum Esel. Also was soll das? So, das ist halt, das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Dann sollen sie sich irgendwas anderes ausdenken und sich vielleicht prügeln, keine Ahnung was. Aber ja, von Malzbier kriegt man höchstens einen Zuckerschock, aber das hat es mir dann auch so ein bisschen madig gemacht. Sie trinken ja nicht nur Malzbier. Also da passieren ja andere Sachen auch. Ja. Aber ich glaube, was Till sagen will, ist das, wie er schon zu Beginn des Podcasts gesagt hat, dass er den Original Pinocchio von 1940, der ist halt aus einer anderen Zeit. Das heißt, der hat auch seine jüngeren Zuschauer auch gerne mal gefordert mit ein paar, sag ich mal, Schreckensszenarien, und der hat auch durchaus mal gewisse Ängste evoziert, und das macht der Film hier gar nicht. Der ist ja wirklich klinisch sauber. Der fordert wirklich, glaube ich, niemanden heraus, außer die Sehnerven. Und da gebe ich Till auch recht. Also ich finde den auch relativ mutlos. Mich hat es nicht gewundert, also das war klar, dass es so kommen wird, und ich glaube, das nächste Mal eine Zigarette in einem Disney-Remake werden wir sehen, wenn Disney von Marlboro gekauft wird, was, glaube ich, in den nächsten 3-4 Jahren nicht passieren wird. Das sagst du ich jetzt. Ich möchte eben noch kurz, sage ich jetzt, genau. Ich möchte eben noch kurz meine Stimme erheben, um auch einen kleinen Film zu empfehlen, der immer sträflich vernachlässigt wird, der, wie ich finde, schönste Film aus dieser Flut von Disney Remakes war für mich Elliot der Drache, das Remake oder die Neuinterpretation von Elliot. Ach, den einzigen, den ich nicht gesehen habe, ja. Den finde ich wirklich famos, und der Regisseur, der David Lowery, der ja unter anderem auch The Green Knight gedreht hat, der bringt ja nächstes Jahr die Disney-Neuverfilmung von Peter Pan raus, und da habe ich auch Hoffnung. Oh ja. Peter Pan ist eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, der Film heißt Peter Pan und Wendy, also wird er wahrscheinlich schon auch andere Aspekte ein bisschen in den Fokus setzen. Das, da bin ich gespannt drauf. So. Gespannt bin ich jetzt aber auch auf unser, ich glaube, finales Fazit zu Pinocchio, der Neuverfilmung. Oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Und damit meine ich nicht Beleidigungen den anderen Teammitgliedern gegenüber, Katharina. Dann nicht. Nein, danke. Nein, doch, ich hätte noch eine Kleinigkeit zum Wal. Ja? Ich fand den fand ich auch doof. Der hatte Tentakeln und die Finne hinten, also die Rückenflosse war irgendwie von einem Fisch, und der sah überhaupt nicht so gefährlich aus. Und die ganze Unterwasserszene bei Pinocchio, die fehlt. Das hat mich auch wirklich stinkig gemacht. Wenn ich ganz ehrlich, wenn sie schon 1:1 das Remake, also das Ding als Remake umsetzen,
da trifft nicht einfach Geppetto auf Pinocchio auf Geppetto und die reisen mit dem Boot ins Maul des Wals. Pinocchio ist erstmal lange unter Wasser unterwegs. Da hätte man richtig was Schönes zaubern können. Und dann trifft er ja auf den Monstro. Und das ist alles weggelassen. Der fährt mit Geppetto zum Wal, der Wal frisst die. Und ich dachte wirklich, hatte so einen Sekundenschlaf und musste mal zurückspulen, als sie im Wal waren. Und dann dachte ich mir, hui, bin ich aber hier ganz schön lange weggepennt, weil das Feuer brennt ja schon und er wird wieder ausgespuckt. Nein, das handeln sie in einer Minute ab. Und das war alles. Das hat mich auch wirklich genervt. Wirklich, wirklich genervt. Diesem Monstro, das war früher auch für mich so gruselig und imposant. Und das haben sie für mich auch ganz schön verkackt und abgekürzt und die Wasserszene fehlt. Ja, das, da wollte ich nochmal meckern jetzt. Gut, das haben wir dir gegönnt. Und jetzt ist es Zeit für das Fazit. Katharina, mach du mal den Anfang. Also, wie gesagt, ich fand den sehr charmant. Mir hat der ziemlich gut gefallen. Also auch so ganzen Look und so her. Ich glaube, ich habe auch vielleicht einfach nicht die Nostalgie zu dem alten Pinocchio, wie der Till zum Beispiel hat. Vielleicht stoßen mir deswegen auch manche Sachen einfach nicht so sauer auf wie dir, was ich auch verstehen kann. Klar, wenn du den irgendwie 100.000 Mal als Kind gesehen hast und dann ist es nicht das Gleiche, aber trotzdem nichts Neues, dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen, dass es dann scheiße ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt keine Nostalgie für den Alten hat oder vielleicht noch nie Pinocchio, also eine Pinocchio-Verfilmung gesehen hat, finde ich die auch mit dem, wie sie endet und mit anderen Sachen, die so noch passieren, einen echt schönen, charmanten und eigentlich eine schöne Verfilmung, ja. Okay, Till, du bist dran. Ja, im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, dass ich deswegen so doof fand, weil es halt 1:1 geremaked wurde und dann aber vieles, was mir gefallen hat, nicht so umgesetzt wurde, wie ich es gern gehabt hätte. Aber das soll alle Disney Plus Nutzer nicht stören. Mit Kindern zum Beispiel, die werden das alle wahrscheinlich ganz cool finden. Das ist einfach so. Ich glaube, die Kinder werden ihren Spaß haben, ihren Grusel vor allem, weil der ist dann aus mit Kinderaugen gesehen doch ganz schön gruselig. Vor allem, dass sich in Esel verwandeln, das fand ich früher auch immer schon ekelhaft. Deswegen, ich war doch recht enttäuscht, aber für Kids, die werden das mögen. Okay, gut. Kathi war pro, Till war eher so kontra, aber hat noch viele gute Attribute mit eingefügt, für wen der Film geeignet ist. Ich habe keine nostalgischen Gefühle zum 1940er Pinocchio. Ich war trotzdem von dem Film eher enttäuscht. Ich finde den Anfang wirklich stark. Ich finde Tom Hanks' Performance sehr, sehr gut, wobei man nochmal erwähnen sollte, dass der nicht so viel Zeit in dem Film hat. Aber jedes Mal, wenn er zumindest in der Szenerie zu sehen ist, fand ich schon, dass der Film, ich sag mal so, qualitativ etwas besser war. Für mich ist Pinocchio einfach nur ein Beweis, dass Märchen und Spektakel einfach selten zusammenpassen. Und stilistisch und visuell fand ich den auch eher enttäuschend bis unterwältigend. Aber da gebe ich Till auch recht, wenn ihr Kinder habt, glaube ich, könnt ihr den gerne zeigen. Der macht bestimmt den großen Spaß und ich verurteile niemanden, der mit Pinocchio 2022 Spaß hatte. Ich hatte es nicht, aber vielleicht ihr da draußen, wenn ihr euch den Film angucken wollt, müsst ihr nicht lange warten, denn wenn ihr diesen Podcast hier hört, ist der Film schon längst erschienen. Ich sag's trotzdem nochmal, ab dem 8. September exklusiv auf Disney Plus. Damit war es das für bei uns. Denkt dran, den Telestammtisch gibt's auf unserer wunderbaren sexy Webseite tele-stammtisch.de. Oh, außerdem bei Facebook, bei, wie heißt das, Twitter, wie heißt das, was die jungen Leute machen? Instagram, TikTok sind wir nicht, ne? Ich glaube noch nicht. Okay, wir sind Rebellen, wir sind nicht bei TikTok. Nimm das, Internet, nimm das. Und ich danke fürs Zuhören, kommentiert fleißig und dann darf der Till Tschüss sagen und dann die Kathi. Tschüss. Adieu, viel Spaß bei Pinocchio. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.